Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Ignodum zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Portal 2, nachdem wir Portal 1 durchgespielt haben, spielen wir Portal 2 live auf Twitch im Let's Play und später, ihr wisst Bescheid, in Aufzeichnungen, in Stream-Aufzeichnungen auf YouTube in Parts geschnitten. Ja, das ist Koop spielbar. Okay, interessant. Aber wir spielen das Einzelspieler. Modus. Singleplayer. Jean. Einiges kenne ich natürlich von der Story schon, weil, ja, ist ein bekanntes Spiel. Aber ist eine Weile, ist lange her, seit ich das im Let's Play bei, ich weiß nicht mal wem, irgendein Let's Play geguckt habe. Jetzt spielen wir das hier. Wir lassen uns drauf ein. Und ja, schauen wir gemeinsam rein in den zweiten Teil der Portal-Reihe. Auf geht's, würde ich sagen. Portal 1 hätte damit geendet, dass wir zurückgeschickt wurden. So. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Das ist laut. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Nö. Geh erstmal in die Option. Mach die Gesamtlautstärke noch ein bisschen runter. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Fitness. WASD-Steuerung. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Ist immer noch ziemlich laut. Das ist Kunst. Das Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Ah, diese... Sie sollten sich jetzt mental gestört fühlen. Sollte sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Das hat schon was. Classic. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Nicht finden, als ich nicht wissen. Tür. Okay. Wir legen uns ins Bett und schlafen weiter. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9, 9, 9, 9, 9. Nein. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center um Hallo? Der erste Höflichkeitsbesuch. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingerichtet. Hallo? Diese Anlage im Hyperschlaf zu Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre ziemlich dringend. Wirklich dieser Richtlinie? Oder falls Sie eine englische Und mach schon die Tür auf! Das ist so aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Und schreiben Sie ich weiß ja nicht. Viel Glück. Vielleicht Englisch. Ja, Englisch. Hello, friend. Open the door. Where is the... Nee, Kunst. Schön. Nein, wirklich. Alles gut. Es stehen mich ja nur 10.000 andere Testsubjekte an, Ihnen bei der Flucht zu helfen. Ist ja nicht so, als würde uns die Anlage hier gleich um die Ohren fliegen. Na schön, ich will ehrlich sein. Du bist das letzte Testsubjekt hier. Und wenn du mir nicht hilfst, sterben wir beide, klar? Ich wollte es ja nicht sagen, aber du hast mir keine Wahl gelassen. Kapiert? Tod. Wie in Leiche. Mach schon! Fernseh gucken. Hallo? Hallo? Mach die Tür auf!
I'm not sure about this. Hallo! Ich denke, mach die Tür auf! Guck mir noch ein bisschen das Gemälde an. Hallo! Hallo! Landschaft. Hallo! Die Pflanze ist auch verwirrt. Mach schon! Mach die Tür auf! Telefon. Hallo! Eine Decke. Hallo! Eine Schiene an der Decke. Ein Hallo. Ziemlich abgegrenztes Bett. Mach schon! Das sieht ziemlich abgegrenzt aus. Hallo! Tja, mach schon! Vor allem hier an der Wand als Wandtattoo. Mach die Tür auf! Kühlschrank. Soll ich den Kühlschrank öffnen? Nee, können wir nicht. Hallo! Eine kaputte Lampe. Hallo! Ach, komm ja schon. Ja, ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Festhalten? Vielleicht. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Okay. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ich nicht kapieren. Wie sprechen? Ich nicht können. Hirnschaden. Okay, das war Springen. Ja. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Banane. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Okay. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Das... Die Reserveenergie ist alle. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Mit Knöpfen. Warum sollte man nicht auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ich weiß nicht. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Alle sind tot. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Okay, wenn mich jemand fragt, alles nicht. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Ich hab Zeit. Fast geschafft! Nochmal! Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt! Was hätten wir? Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Gut, Töpfer. Okay, los geht's. Töpfer. Augenschaft freigeschaltet, Weckruf. Okay. Weiter, direkt durch das Loch da.
Okay, das Männchen will mich darstellen. Hallo und erneut willkommen im Passenger Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Okay, das kommt mir doch seltsam bekannt vor. Jetzt hätte ich das schon mal irgendwo gemacht. Bloß sieht alles älter aus. Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Okay. Das sieht ja alles nicht mehr so hübsch aus. Das hat sich besser in Erinnerung. Aperture Laboratories. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ah, okay. Warum hören wir dann? Aktivieren. Ah ja. Kompass mitnehmen. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Ah, okay. Freut mich. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Animal King Takeover. Okay. Ah ja. Etwas na bitte, geschafft! Was auf los? Dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Oh! Müsste. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Nö, keine hier. Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Da ist eine. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Okay. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du nicht tot bist. Eine gute Zeichnung. Ja, vom Aussehen würde ich japanisches Mädchen sagen. Ein Männchen, das eine Portalkanone hält.
einkaufen. Ach, das sind wir oder was? Okay. Ein Kuchen, der von der großen Maschine gegeben wird. Und der Begleiterkubus. Okay. Begleiterkubus. Und viele erschrockene Menschen. Wissenschaftler und der große Computer. Okay. Unnötig, aber okay. So, wo sind wir jetzt? Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Eine Kopie für alle Androiden. Sehr schön. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Alter. So, wir haben wieder ein Portal. Portalgun. Momentan können wir nur den blauen schießen. Aber das Wunschen-Ding ist an oberen Portal. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Das war kein Test. Jazzmusik vorbei. Okay. Das müsste ich natürlich. Raum 4. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Okay. Okay.
Schnupperteig können wir nicht vorne schieben. Dunz. Kommen wir jetzt durch das orangene Portal. Okay, müssen wir gar nicht. Und weiter nach unten geht's. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Evakuierungstraining. Erinnern. Raum 5 sind wir. Da war noch Kubus für. Knopf. Jetzt sollten wir sie mal. Ach, da sind die Kubus. Kubusse. Zwei Kubi. Ich nehme den mal. Den brauchen wir hier. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay, Schutzwissen. Das hilft mir sehr. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Mhm. Raum 6. Kubus.
Da ist einer. Kurz mal vor Schlupf geschnappt. Nochmal. Oh. Sehr schön, und jetzt ich. Yippie. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Und haben einen Kubus. Wo ist der Kubus? Da ist der Kubus. Wir müssen irgendwie dort hin. Sind von hier.